willkommen zurück bei Waltzing, einer neuen Folge und einer neuen Underground-Band, einem neuen Underground-Check für euch. Und zwar, ja, eine CD, die jetzt schon länger hier liegt, aufgrund von Aktualität etwas nach hinten gerückt, aber nichtsdestotrotz für mich wichtig, weil eine echte Entdeckung. Und zwar reden wir jetzt über Eons Confer. Eons Confer, ist eine, ja, das ist jetzt diese Genrebegriffe, ne? Also eine Art, selbst, also bei Encyclopedia Metallum steht Black Death Symphonic Metal Band, also Symphonic Black Death Metal, so. Ich würde da ganz klar noch Prog oder Progressive halt zu nennen. Und dann hat man so einen ellenlangen Begriff und dann hat man irgendwie Eons Confer. Ich habe ins zweite Album reingehört, Zero Elysium heißt das. Das ist von 2019, meine ich. Das sind Hamburger Jungs. Eons Confer. Ja, wie gesagt, Black, Symphonic Black Death Metal oder nach meiner Definition Progressive Symphonic Black Death Metal. Wie umschreiben wir den Sound jetzt? Naja, das ist so, dass dieser Black Death Aspekt natürlich sehr durch die Stimme kommt. Die Gitarre ist deutlich deathiger, nicht zu fett, sondern relativ ja, synthetisch abgemischt bzw. produziert oder halt verzerrt, aber sehr klar. Ein grundlegend bassiger Sound, riffig, sehr riffige Musik, aber immer wieder unterbrochen durch riesengroße, pompöse Dramatik, die über Keyboards kommt halt und dadurch diesen Symphonic-Aspekt halt ausmacht. Und ja, und wie gesagt, dann auch im Zusammenspiel mit einem Sänger, der das ganze Spektrum von Black Metal, von Death Metal und auch von Clean Vocals übernimmt. Bei den Clean Vocals bin ich mir nicht ganz sicher. Ich glaube, früher war das auch mal so, dass das irgendwie ein Basser mit übernommen hat. Das weiß ich jetzt hier gerade nicht. Ich habe das dem nicht entnommen. Es kann sein, dass der noch unterstützt wird. Das wäre sonst sehr krass vom Gesangsvolumen. Er wäre auch so ein sehr guter Sänger. Aber wie gesagt, auffällig auch der Gesang, der halt ein sehr großes Spektrum ab, ja, abdeckt. Wenn man das jetzt in Bands ausdrücken wollen würde, was sehr schwer fällt, zumindest wenn man nur zwei Namen nennen möchte, müsste ich nennen, ja, wahrscheinlich wären es bei mir auch irgendwie sechs Namen und davon dann die Mitte. Ganz klar, Dimmu Borgir höre ich daraus. Von der Dramatik und wie es präsentiert wird und ja, wie es inszeniert wird, ist es diese Art von Dimmu Borgir sehr, ja, sehr nah. So, so Death Cult, Armageddon, Insorted Diaboli-Zeit. Dazu höre ich auch noch eine ganze Menge Enslaved raus, vor allem mit dem Zusammenspiel von Clean Vocals. Wenn der Death Metal Aspekt rauskommt, habe ich so ein bisschen At the Gates oder auch Hypocrisy im Sinn. Hypocrisy auch durch diesen Sci-Fi-Flair, den diese Band natürlich, sieht man auch schon im Cover und auch in den Titeln und in diesem Sound, wie die Keys arbeiten, wie das Keyboard arbeitet, auch so ein Sci-Fi-Aspekt. Und dann hast du halt auch irgendwie diesen Hypocrisy Kram drin. Dazu, wie gesagt, 90er, so Melodeath, Death at the Gates vielleicht und Opeth. Ich höre auch noch irgendwie Opeth, diesen progressiven Part und diese Sprunghaft ein bisschen raus. Und das alles zusammen ist dann Eons Confer. Also wie man schon ja hört an diesem Vergleich, eine durchaus wilde Mische. Was mir sehr gut gefällt, ist das Zusammenspiel von den aufregenden, von den wilden Aspekten und den Aspekten, die die Basis bilden. Und das ist jetzt hier nicht nur, sind nicht nur die Drums und der Bass, ist ein schön bassiger, kerniger Sound, das ist wichtig. Die Drums sind geil gemischt, sind nicht totgetriggert oder so, die klingen einfach gut, die sind sehr dienlich, wenn auch nicht krass auffällig oder spielen sich hervor. Und das Schöne ist da, die Gitarre macht dasselbe. Die begibt sich da, wie ich finde, auf eine, ja, auf einen Level mit Drums, mit Bass und unterstützt das sehr, mit einem ganz schön wilden Riffgewitter, muss man dazu sagen, also es ist schon sehr riffig alles und dann kommen aber die zwei wilden, ungestümen Aspekte hinzu, sind die Keyboards und die da halt die ganze pompöse Dramatik macht, sie machen es wirklich pompös, mal mehr, mal weniger und natürlich der Gesang, der mit Death Vocals daherkommt, also jetzt, wenn man jetzt einfach mal die Gesangsspuren, also die Element, das Element Gesang nimmt innerhalb dieser Band. Egal, wer es jetzt performt, ob es einer oder drei sind. Du hast einen unglaublich schönen Wechsel aus vielen verschiedenen, mal hoch, mal tief, mal clean und auch innerhalb von clean verschiedene Varianten. Der macht nicht nur eins, der macht 15 Sachen gefühlt. Und das alles zusammengemischt, dann mit den Death, mit den Black Vocals und der Dramatik,
macht dann irgendwie diesen Unruhepol. Und dadurch hast du eine unglaublich, ja, wahnwitzige Mischung. Und dann kommt hinzu, dass du innerhalb der Songs, ja, dass du auch die Vielseitigkeit, dass die die ausleben. Also das ist ein Sound, wie man an den ganzen Assoziationen, die ich halt schon genannt habe, merkt. Die sind halt vielseitig und die spielen die aus. Und du hast mal einfach riffige Metal-Parts, dann hast du aber Parts, wo die wo die Dramatik riesen Wellen schlägt und voll einen raushaut letztlich und richtig Trompeten und Verfahren. Und das Interessante da ist halt, dass die Keys halt nicht, es gibt ja Bands, also die ganze Zeit im Hintergrund und die haben immer was zu tun. Das ist mehr so, dass es für Highlight-Passagen benutzt wird. Also es ist nicht, es gibt halt wirklich Parts, da ist halt Riff angesagt, Riffgewitter, wilde Riffs, und dann gibt es Parts, wo halt wo du halt einfach auch dieses Dim, 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 Dim und die Lidl und so, ne? Und das finde ich jetzt unglaublich gut in Szene gesetzt. Die spielen da schon, ja, auch auf einem hohen Level mit. Und das für eine, ja, doch auch Underground-Band aus Hamburg, finde ich das absolut beachtenswert. Und da muss man ein bisschen den Hut vorziehen, weil die schaffen es, eine Vielseitigkeit von Sound, Qualität auch reinzubringen, die viele etablierte Bands, wie ich finde, vermissen lassen. Also die bringen unglaublich viele Sounds mit rein. Das ist ein gewaltiges Powerstück an Album. Ich meine, das ganze Ding hat 10 Songs, glaube ich, und geht 43 Minuten. Das heißt, die versuchen auch nicht zu wild zu werden. Die machen schon auch, ja, du merkst, in den Songs haben die viel gemacht. Die haben nicht, ne, Qualität statt Quantität gemacht, was ich super finde. Das sollten alle Bands machen. Und viele Bands wollen dann doch pflichtmäßig 12 Songs haben oder so ein Schrott. Und das merkst du denen an. Da ist wirklich, da steckt auch eine Menge Herzblut drin, muss man sagen. Ich meine, du machst solche dramatischen, großen, pompösen Songs dann aber auch innerhalb diesen extremen Stils, machst du nicht machst du nicht auf schnellem Fuß. Da muss entsprechend was passieren auch. Und das schaffen die hervorragend. Und da muss man sagen, die Professionalität, mit der die das machen und mit der die das ganze Ding auch verkaufen, muss man den Hut vorziehen. Also die ganze Sache mit dem Kontrast zwischen den riffigen, metaligen Parts und der Dramatik und auch diesen wilden Parts mit Gesang und den verschiedenen Aspekten, da wird eine irrsinnige Atmosphäre mit aufgebaut, die aber immer wieder unterbrochen wird mit Heavy Metal irgendwie, ne? Und das finde ich grandios. Diese ganze Atmosphäre hat dann sowas leicht Sci-Fi-artiges. Das kommt natürlich auch durchs Cover ein bisschen raus. Das merkt man auch an den Titels. Also das Intro heißt 27 Million Years. Termination Artifacts gibt's noch. Wise Deflector. Plasma Weed. Das sind halt alles irgendwie auch, ne, ich denke, Sci-Fi-inspirierte Songs. Mein persönlicher Favorit ist übrigens der Song 6, Confronts the Sun. Der fängt mit so einem sehr metallig an und wird dann später halt nochmal wild. Der spricht mich am meisten an, aber eigentlich ist es falsch, da einzelne Songs rauszunehmen, weil du halt, die Vielseitigkeit, die halt leben auf diesem Album, pro Song machen, aber auch, ja, ne, innerhalb der Songs. Und da finde ich, ist dann eher das gesamte Ding das Beachtenswerte. Da wird jeder seinen eigenen Favoriten haben, aber so ein klarer Hit kristallisiert sich nicht raus. Also es ist so, dass die halt über die Vielseitigkeit gehen mit einem irrsinnigen Anspruch, dass man halt das ganze Album irgendwie betrachten muss. So finde ich es zumindest. Und wie gesagt, ich fand Confront the Summer am besten, aber das ist wirklich jetzt auch ein persönlicher Geschmack. Vielleicht ist es auch einfach nur dieses brechende Intro, was sich dann nachher auflöst. Und ich finde, das ist einfach, gerade mit dem Blick auf die Professionalität, wir reden letztlich von einer Band, die eine Hamburger Band, das ist jetzt kein Riesennamen, ich will niemandem zu nahe treten, auch wenn es die schon, glaube ich, schon seit Ende der 90er gibt, aber erst in den letzten Jahren so richtig mit Album-Releases, glaube ich, arbeiten, wie gesagt, zweites Album von 19. Aber was die hier abreißen, für ein Feuerwerk, auch an Produktion, an Tiefe, an, ne, das ist Professionalität. Und dann verstehe ich nicht, warum es dann überhaupt Underground ist. Das Ding kannst du groß machen, das Ding kannst du groß ziehen. Und das stimmt halt auch alles. Ich meine, du hast halt diese Atmosphäre, dieses Pompöse, das wird halt getragen mit einer Sci-Fi-Atmosphäre, die das Artwork wiedergibt. Auch unglaublich geil, das will ich euch nicht vorenthalten, wenn man die CD wegnimmt.
Zock. Das finde ich, das würde ich gerne als Poster haben. Unglaublich geil. Kommt eine irrsinnige Atmosphäre. So schlägt irgendwie auch das Album ein. Und dann mit dem Totenkopfmond halt. Hier kommt da direkt alles heraus hier. Den Totenkopfmond finde ich es einfach absolut geil. Und insofern, finde ich, kriegt man hier eine ganze Menge geboten, vor allem an Professionalität. Eine, die du vielleicht gar nicht so sehr erwartest. Viele Bands da draußen sind wannabe und wollen auch eine Dramatik machen. Dann klingt das halt wie dieses eine Cover-Ding ich habe eine komische Assoziation, die ihr vielleicht nicht kennt. Aber dann klingt das halt gewollt und nicht gekonnt und dann klingt es nach Pseudodramatik. Die Schwere musst du erstmal da vernünftig reinkriegen, das ist nicht so einfach. Haben sie aber geschafft. Und das ist das Großartige. Ne? Also wie gesagt, besonderer Augenmerk auf Gesang und der gezielten Dramatik. Das ist halt nicht wahllos und das verwässert auch nicht, dass du das ganze Album so einmal hoch, höher, höher und dann hast du hier nur noch Wagner. Die schaffen da irgendwie die Kurve zu kriegen und immer wieder mit Riffigen, mit dem Riffgewitter zu arbeiten, das dann halt auch aus dem Death-Metal-Bereich kommt. Und das, finde ich, ist so grandios. Gefällt mir absolut gut. Wie gesagt, der Stilmix ist verrückt. Ich nenne sie nochmal irgendwie Dimmu Borgir, Enslaved Opeth, Hypocrisy at the Gates. Irgendwo da in der Mitte, würde ich sagen, befinden sich dann Eons Confer. Hört auf jeden Fall mal rein. Ich glaube, das Album gibt es auch irgendwo bei YouTube ganz zu hören. Ansonsten unterstützt die Band, ist immer was wert. Vor allem bei so einem Herzensprojekt, in auch wunderschönen, ne, Optik, Booklet, alles dabei. Absolut unterstützenswert. Hört mal rein, lasst mich wissen, was ihr für Assoziationen bezüglich des Sounds habt. Und ob ich damit richtig liege und wie es euch so gefällt. Hollenton, das ist noch eine Band, die fällt mir ein. Könnte auch so ein bisschen passen. War mal vor ein paar Jahren in, so 10. Hollenton, egal. So viel noch zum Ende. Und schreibt mir, was ihr davon haltet. Kommentiert fleißig, like, dislike. Abonniert mich, falls ihr noch nicht habt. Und vielen Dank fürs Zusehen. Vielen Dank natürlich auch an Eons Confer. Und hört mal rein. Ich bin gespannt. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.